Seit 1920 verleiht die Stiftung Marcel Benoist den Schweizer Wissenschaftspreis an hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem Land. Der Preis wird für wissenschaftliche Erkenntnisse verliehen, die eine hohe Bedeutung für das menschliche Leben haben. Als Stiftungspräsident freut es mich sehr, dass ich die Auszeichnung 2017 dem Klimaforscher Prof. Dr. Thomas Stocker überreichen kann. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir das weltweite Klimasystem besser verstehen. Lieber Herr Professor, ich gratuliere Ihnen herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg. Der Marcel Benoist-Preis ist natürlich eine fantastische Auszeichnung für die Arbeit, die man seit 25 Jahren hier an der Universität Bern macht. Das ist Teamarbeit und damit ist auch natürlich das ganze Team ausgezeichnet worden. Ohne tiptop ausgerüstete Werkstatt mit hochmotivierten Polymechanikern und Mitarbeitern könnten wir unser Projekt in der Arktis und in der Antarktis gar nicht durchführen. Im Moment sind wir am Entwickeln von einem ganz speziellen Bohrer, wo wir etwa 2,5 Kilometer ins Eis hinein bohren wollen, um das älteste Eis, das noch in der Antarktis vorhanden ist, zu finden. Meine Arbeit hat eigentlich sehr spezialisiert angefangen, indem ich mich interessiert habe, über Ozeanströmungen mehr zu lernen. Der Ozean hat aber eine wichtige Rolle im Klimasystem. So ist dann die Modellierung des gesamten Klimasystems dazugekommen. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, wie ist denn das Klima gestern, vorgestern oder vor 800'000 Jahren gewesen, dann ist klar, dass man auch das Paläoklima-Archiv, also Eisbohrkerne, Baumring usw. muss studieren. Und wenn man dann die Daten anschaut, dann sieht man, dass der Mensch die Atmosphäre in einer Art und Weise verändert hat, die man nie gesehen hat in den letzten 800'000 Jahren. Und das verursacht ist durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen und vom Abholzen vom Regenwald. Der Thomas Stocker war ein sehr schnell auffassender Typ. Er hat initiativ gehandelt, also er ist selber mit Ideen gekommen, er hat nur so Gespräche von Ideen und ich habe nicht viel machen, um ihn zu lenken. Das sind Leute, die für den Doktor Vater, also die für die Betreuer sind das Rosinen im Kuchen. Da wächst man selber auch dran. Und das war bei ihm eindeutig der Fall. Die Zusammenarbeit mit meinem Doktorvater Thomas Stocker zeichnet vor allen Dingen aus, dass er sich Zeit nimmt. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes immer eine offene Tür. Und was besonders motivierend ist, ist, dass er einen sehr guten Überblick hat über das ganze Forschungsgebiet und unsere Daten, die wir im Haus produzieren, sehr gut in diesen Gesamtkontext einordnen kann. Ich bin davon überzeugt, dass die eigenen Ideen sind limitiert sind. Ich denke, es ist viel effizienter, wenn man Ideen bei Leuten einpflanzen kann. Die tun die dann selber weiterentwickeln und so tut das Gebiet auch wachsen. Und am Schluss kommt da sicher mehr raus, als wenn ein Einzelner meint, er könne alles selber erfinden. Thomas Stocker vereinigt eine ganze Reihe von verschiedenen Fähigkeiten. Einerseits ist es das logische, abstrakte Denken, das wissenschaftliche Analysieren. Andererseits die Fähigkeit, neue Ideen zu haben, neue Wege zu gehen in der Wissenschaft. Und gleichzeitig auch noch die Fähigkeit, Leute zu führen, zu verhandeln, Leute zusammenzubringen und eine gemeinsame Vision zu geben. Das zu vereinigen ist sicher außergewöhnlich. Im letzten Zyklus des Weltklimarats habe ich eine Arbeitsgruppe geleitet, zusammen mit einem chinesischen Kollegen. Und dort war die Aufgabe, die politischen Entscheidungsträger von allen Ländern zu informieren, was weiss Klimaforschung heute über den menschgemachten Klimawandel. Bis wir am Schluss einen Bericht hatten, der letztendlich die wissenschaftliche Grundlage für das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 gebildet hat. Er war die entscheidende Figur, ganz klar.
300-500 Leute zusammenzubringen, die mit eigenen Ressourcen auf mehr oder weniger freiwilliger Basis zusammenarbeiten. Das braucht außerordentliches Geschick, denen eine gemeinsame Stossrichtung zu geben, ohne sie einzuengen und am Schluss einen Bericht zu generieren, der tatsächlich die wissenschaftliche Relevanz hat, die er muss haben. Das ist unser Bericht. Also das ist die wissenschaftliche Grundlage, also fast wie ein Fundament. Aber eigentlich ist das die Zusammenfassung, wo zum Beispiel sagt, die Erwärmung im Klimasystem ist eindeutig, der Mensch ist die Schuld an dieser Erwärmung und die Einschränkung dieser Erwärmung braucht eine massive und lang anhaltende Reduktion der Emissionen von Treibhausgas. Das steht da in dem Bericht drin. Und er hat die Wissenschaft so viel Evidenz geliefert, dass 195 Länder im Konsens Ja gesagt haben zu diesen Aussagen.